Rubato. Der klassische Taktwechsel Vormittag. Heute im Rubato-Studio Christoph Wellner. Grüß Gott und herzlich willkommen an diesem Freitagvormittag. Heute im Mittelpunkt steht ein junger Musiker, Angie-Joël Larison, Pianist, Tenor, Dirigent und Komponist, Jahrgang 1995 und kommt aus einer sehr musikalischen Familie. Also meine Eltern kommen beide aus Madagaskar und sie sind beide nach Wien gekommen und ich bin aber hier geboren, wie man hoffentlich hören kann am Wienerischen, am leicht Wienerischen, was ja doch irgendwie durchgeht. Und ja, also meine beiden Eltern sind sehr musikalisch. Mein Vater spielt Orgel, ist Organist. Meine Mutter hat Klavier und Geige gelernt, also aus Spaß, keine Berufsmusikerin, aber sie ist eine Laie und hat eine große Freude an der Musik. Und auch die Eltern oder beziehungsweise die Generation über meinen Eltern sind auch sehr musikalisch und da ist irgendwie sehr viel zu mir gekommen. Und eigentlich begonnen zu musizieren habe ich als kleines Kind. Also in den Biografien steht immer, mit 13 Monaten habe ich gespielt auf dem Schoß von meiner Mutter. Das stimmt wirklich. Und ich konnte aber keine Noten lesen, eine lange Zeit. Das heißt, ich habe sehr viel Musik gehört, vor allem das, was im Fernsehen gelaufen ist. Also es gab sehr viele Kinderserien, so wie Pippi Langstrumpf oder Benjamin Blümchen oder Tom und Jerry. Und ich habe das immer versucht, nach Gehör nachzuspielen am Keyboard. Ich habe gehört, sofort hingelaufen, gespielt, gehört, gespielt, gehört, gespielt. Und so habe ich dann quasi die Fähigkeit von alleine gelernt, zu improvisieren. Würde sich Angie-Joël Larison als Wunderkind bezeichnen? Ich würde sagen, zu einem Teil schon. Also es ist mal, ich glaube, die Bezeichnung Wunderkind trifft auf viele zu, die sehr, sehr viel üben und sind zu Hause und sind ein bisschen vielleicht eingesperrt, ist der falsche Begriff, aber sehr, na, kann man das sagen, sind überfokussiert, sagen wir es so. Überfokussiert und üben wahnsinnig viel. Und da kommt ein technisches Niveau sehr früh zustande und dann sagt man oft, das sind Wunderkinder. Das war bei mir nicht der Fall. Ich habe nie im Kindesalter so viel geübt, sondern ich habe immer nur frei gespielt und nach Lust und Laune. Aber ich hatte andere Fähigkeiten, eben zum Beispiel die Fähigkeit zu improvisieren und frei zu spielen, egal in welcher Tonart. Und das würde ich als Wunderkind bezeichnen, in dieser Hinsicht, in der freien Hinsicht. Sagt Angie-Joël Larison. Wir werden im Laufe dieser Sendung noch das eine oder andere Talent von ihm kennenlernen. Unter anderem dirigiert er mir auch und hat sein Studium letztes Jahr abgeschlossen. Beim Dirigier-Diplom-Abschlusskonzert hat er im Radiokulturhaus das RSO Wien dirigiert. Und unter anderem stand da am Programm die Fledermaus-Ouvertüre. Mein Name ist Angie-Joël Larison. Und ich wünsche den Hörerinnen und Hörern viel Vergnügen mit Radio Klassik Stephansdom. Thank you.
Das war die Fledermaus-Ouvertüre mit dem Radiosinfonieorchester Wien unter der Leitung von Angie Joël-Harison, aufgenommen am 1. Oktober 2020 im Radiokulturhaus im Rahmen des Dirigierdiplom-Abschlusskonzerts. Angie Joël-Harison, 1995 in Wien geboren, ist Pianist, Tenor, Dirigent und Komponist. Über seine frühkindliche Fähigkeit, Musik zu hören, zu verstehen und nachzuspielen, haben wir schon gehört. Wie ist es dann mit seiner Ausbildung musikalisch weitergegangen? Ja, das war eigentlich ein Zufall oder ein Zwangszufall, sagen wir es so, aber ein schöner Zwangszufall. Also mit 6 oder 7 habe ich angefangen, ein bisschen von meinem Vater dann zu lauschen, was er macht auf der Orgel. Und er hat mir einige Tipps gegeben und wir hatten... Also Stunde kann man es nicht nennen, aber so ein Austausch, glaube ich. Austausch ist das richtige Wort. Und das war mal das Erste. Und davor, als ich noch jünger war, hat meine Mutter immer wieder Tipps gegeben. Also ich habe gespielt und hat sie zum Beispiel gesagt, ja, das kannst du ja auch, probier es mal in G. Weil ich habe es immer in C gespielt, das ist das Leichteste am Anfang. Also ohne Vorzeichen, auch im Kopf ohne Vorzeichen. Dann probier es mal in G, okay, dann in G. Dann probier es mal in F. Und wenn man das so weiterspielt, dann hat man mehr oder weniger die schwierigeren Tonarten irgendwann auch mal durch. Und die richtige Ausbildung habe ich dann mit 10 begonnen. Das heißt, mit 10 bin ich ins Musikgymnasium gekommen. Und damals, ich glaube heute immer noch, war es eine Pflicht, dass ich irgendwo eingeschrieben bin. Also ich muss ein Instrument lernen. Und ich habe damals gesagt, gut, ich bin ein Simmeringer, also damals war ich noch Simmeringer. Also ich jetzt wohne ich in Donaustadt, aber ich bin natürlich immer noch Simmeringer. Und also damals in dem Musikgymnasium. Und ich musste ein Instrument lernen. Und das nächste war die Musikschule Simmering. Und dort bin ich dann hingegangen, habe vorgespielt. Die unübliches Repertoire eigentlich, die D-Moll-Toccata von Bach. Weil mir das so gut gefallen hat, am Klavier. am Klavier. Und dann waren 2 Lehrer sehr beeindruckt von mir. Und sie konnten sich, ich weiß nicht, ob ich das erzählen kann, aber ich erzähle es trotzdem. Die waren beide sehr angetan und keiner hat locker gelassen, wer mich kriegt. Und letztendlich haben sie eine Münze entscheiden lassen. Und als ich das gehört habe von meiner Klavierlehrerin, war ich, also viel später, nicht, hat sie mir das erzählt, war ich unfassbar sauer, dass sie mich nicht gleich genommen hat. Aber der andere hat halt auch nicht locker gelassen. Aber, also wie es der Zufall halt brachte, bin ich halt zu ihr gekommen. Es war die Silvia Geberowitsch. Und ein Jahrzehnt haben wir sehr, sehr schön gearbeitet. Und sie hat mich unter ihre Fittiche genommen und hat mir alles mitgegeben, was ich gebraucht habe für meine eigene Entwicklung danach. Sagt Angie Joël-Harison. Wie ist es dann weitergegangen nach diesen ersten Schritten im Klavierunterricht? Sein musikalisches Talent umfasst ja weit mehr als Klavierspielen. 14 oder 15 habe ich im Internet Videos angeschaut von Dirigenten, irgendwie zufällig, und habe dann, so wie ich halt war, gemeint, gut, das kann ich ja auch. Und ich hatte so einen Willen in mir, dass ich dann in der Schule für eine kurze Zeit ein Orchester zusammengetan habe aus Mitschülern. Und ich habe dann ein eigenes Stück geschrieben auch und ich wollte das aufführen. Und das ist dann wirklich zustande gekommen. Und ich habe das auch selbst dirigiert. So kamen die nächsten Abschnitte ineinander. Das Komponieren und das Dirigieren. Eigentlich von alleine. Und weil Klavier und Komponieren und Dirigieren noch nicht genügt offensichtlich, hat auch noch zu singen begonnen. Ja, das war noch viel früher. Das war zwischen dem Klavier und dem Dirigieren. Also ich habe auch als Kind schon gesungen. Aber erst 2011 habe ich dann gedacht, ich lasse die Stimme ausbilden und habe eine wunderbare Gesangspädagogin kennengelernt, bei der ich immer noch bin. Das ist die Christine Wagner. Und ja, auch im Gesang hat sich's entwickelt. Also ich bin eigentlich auf vielen Schienen unterwegs und alles befruchtet jedoch das andere. Das heißt, das Singen hilft dem Komponieren, das Komponieren hilft dem Dirigieren, das Dirigieren hilft dem Klavierspielen und umgekehrt, das Klavierspielen hilft auch sehr dem Dirigieren, weil wenn man die Partituren und so weiter
am Klavier spielen kann, ist es doch eine sehr große Hilfe. Sagt Angie Joëlle Arizon. Wir haben für die heutige Rubato-Sendung exklusive Musikmitschnitte, die es nicht in dieser Form im Handel zu erwerben gibt. Und auch nicht jedes Stück, nicht jede Aufnahme ist vielleicht von hoher professioneller Qualität. Wir haben uns doch entschieden, diese Auswahl so zu lassen, weil es darum geht, möglichst auch die unterschiedlichen Facetten, die unterschiedlichen Talente von Angie Joëlle Arizon darzustellen. Als nächstes den Komponisten Angie Joëlle Arizon mit dem Schlaflied, eine Liedvertonung nach Paul Celan für Tenor, Solo und Orchester. Das Ganze war ein Auftragswerk für die Tiroler Festspiele Erl, wurde im Rahmen der Trilogie Almtrieb am 15. Juli 2019 uraufgeführt. Ein Mitschnitt von damals liegt vor aus dem Festspielhaus Erl, gesungen von Lorin Wey, gespielt vom Ensemble Modus 21, dirigiert von Erich Polz. Das Schlaflied nach Paul Celan für Tenor, Solo und Orchester, komponiert von Angie Joëlle Arizon.
das ist das Schlaflied gewesen. Eine Komposition von Angie Joella-Rison, eine Vertonung nach Paul Celan für Tenor, Solo und Orchester. Das Ganze war ein Auftragswerk der Tiroler Festspiele Erl. Sie haben einen Mitschnitt, einen semiprofessionellen Mitschnitt gehört aus dem Festspielhaus Erl vom 15. Juli 2019. Gesungen hat Lorin Wey, gespielt hat das Ensemble Modus 21, dirigiert hat Erich Polz. Aus einer Kritik aus dem Juli 2019, Isolde Zupak hat im Online-Merker geschrieben: Ein absolutes Highlight war das Schlaflied, elegisch und sanft an Orchesterlieder von Richard Strauss gemahnend. Ich glaube, das konnte man hier ganz deutlich hören. Es ist 11.25 Uhr, 11:25, 12:05. Sie hören ein Rubato, heute im Mittelpunkt der junge Wiener Komponist, Pianist, Tenor und Dirigent Angie Joella-Rison. Er hat mittlerweile an die 100 Werke komponiert und hat sich da auch durchaus Großes vorgenommen. Vor, ich glaube, 2 Jahren oder 2,5 Jahren kam der erste Impuls, eine eigene Oper schreiben zu wollen, sagen wir es so. Und ich habe sehr viel schon überlegt. Ich habe sogar ein eigenes Libretto geschrieben dafür, was großteils schon fertig ist. Und ich habe angefangen, mit Musik zu schreiben. Ich habe einige Figuren schon charakterisiert. Und es ist aber bis heute, es sind immer nur Bruchstücke geblieben. Und also zur Oper zuerst, es heißt Noemi. Die Oper heißt Noemi. Und wie der Name schon sagt, verrät es vielleicht, dass es um eine junge, wunderschöne Frau geht. Und es ist natürlich wie immer, oder fast in jeder Oper, es geht um Liebe. Und die verschiedenen Arten von Liebe und wie man dazu kommt und kommt es überhaupt dazu und Einflüsse von woanders. Und ja, 2019 habe ich 2 Konzerte gespielt, also pianistisch, eins in London und eins in Bratislava. Und bei beiden habe ich das Vorspiel von meiner Oper, also Noemis Vorspiel, am Klavier gespielt. Und das war das allererste Mal, dass die Leute ein bisschen einen Kontakt damit haben. Und beim Weihnachtskonzert 2019 wiederum, also vor über einem Jahr, habe ich dann Noemis Volkslied gespielt. Also bisher sind nur 2 Sachen bekannt. Und von beiden habe ich eine Aufnahme mitgenommen. Das Vorspiel spielt in Panupien, habe ich es genannt. Es ist ein fiktives Land und ich glaube, es klingt schon sehr fantasiereich, Panupien. Und so ist es auch gedacht. Und wenn man das Vorspiel hört, sollte man hören, wie das Wasser fließt, wie die Naturatmosphäre sich auftut, wie die Sonne aufgeht. Also das ist das Vorspiel. Und ich denke, dass man das hören kann. Das werden wir gleich überprüfen. Angie Joella-Rison war das und hat das Vorspiel zu seiner Oper Noemi beschrieben. Uraufgeführt hat er diese Klavierfassung, wir haben es gehört, bei einem Konzert in London im Österreichischen Kulturforum am 6. Juni 2019. Und diesen Auftritt, den hat er mitgeschnitten, Angie Joella-Rison. Und wir hören jetzt das Vorspiel zur Oper Noemi. Thank you.
Das war das Vorspiel zur Oper Noemi von Angijoel Harison, von ihm in einer Klavierbearbeitung live gespielt im Österreichischen Kulturforum in London am 6. Juni 2019 bei einem Klavierkonzert mitgeschnitten. Noemi, die in Entstehung befindliche Oper des jungen Wiener Pianisten, Tenor, Dirigenten und Komponisten Angijoel Harison. Die Oper ist auch beruflich ein wichtiger Teil von Angijoel Harison geworden. Also ich habe das große Glück, dass ich seit September 2020 an der Staatsoper sein darf, als Pianist und Korrepetitor vom neuen Opernstudio. Das heißt, da wurden 13 Sängerinnen und Sänger genommen und ich bin der Pianist und Korrepetitor eben. Das heißt, ich sehe immer, was die Sänger machen täglich. Ich begleite die Sänger, wenn sie Coachings haben oder wenn sie Meisterkurse haben, wenn sie Proben haben. Beziehungsweise manchmal coache ich die Sänger auch selber. Es ist mittlerweile schon so weit gekommen, was mich sehr freut. Und ja, das ist das Grundlegende mal. Das neue Opernstudio ist eine Vorbereitung für die jungen Sänger, dass sie einen Betrieb kennenlernen, also nicht nur irgendeinen, sondern einen sehr großen Betrieb, einen professionellen Betrieb, einen traditionsreichen Betrieb und einfach den Profi-Business sehen und auch kleinere oder je nachdem mittlere oder auch größere Rollen bekommen. Und das heißt, die haben dann die Chance, die Möglichkeit, auf einer großen Bühne wie der Staatsoper die ersten Erfahrungen zu sammeln. Und danach nehme ich an, dass die Staatsoper viele oder einige Sänger behalten wird und dann ins Ensemble nehmen wird. Das denke ich, ist das Opernstudio gedacht. Sagt Angijoel Harison seit dem Beginn der vergangenen Saison, der aktuellen Saison, auch Mitglied in diesem neuen Opernstudio der Wiener Staatsoper. Aber nicht nur für die Sängerinnen und Sänger ergibt sich hier ein Entwicklungspotenzial, sondern Angijoel Harison meint auch für ihn persönlich. Was für mich wunderbar ist im Opernstudio, ist, dass ich die Möglichkeit habe, sowohl das Repertoire kennenzulernen, das Kernrepertoire von der Wiener Staatsoper, von Grund auf. Das heißt, ich sehe, wie ein Rosenkavalier funktioniert, wie man eine Traviata macht, wie man diese und jene Oper macht und wie sie auch hier gespielt wird, mit all den Traditionen. Und gleichzeitig habe ich eben die jungen Sängerinnen und Sänger meiner Generation um mich, von denen ich glaube auch sagen kann, dass ich einige später mitnehmen kann als Dirigent. Und ich sehe, was wichtig ist für die Stimme. Ich sehe, wie gearbeitet wird und was auf der Bühne funktioniert und was auf der Bühne nicht funktioniert. Und die Dinge sind, würde ich sagen, sehr, sehr wichtig und entscheidend für meine Laufbahn danach als Operndirigent. Sagt Angijoel Harison über das neue Opernstudio. Wir kommen noch einmal zu seiner Oper, in Entstehung befindlichen Oper Noemi. Er hat schon erwähnt, dass beim Weihnachtskonzert 2019 Noemis Volkslied zur Uraufführung kam. Ein Mitschnitt aus dem Amtshaus Simmering vom 19. Dezember 2019 liegt uns vor. Wir hören die Klavier-Solo-Bearbeitung, gespielt von Angijoel Harison. Noemis Volkslied. Thank you.
Das war Noemis Volkslied in einer Klaviersolo-Bearbeitung, gespielt von Angie-Joël Arizon aus dem Weihnachtskonzert im Festsaal des Amtshauses Simmering am 19. Dezember 2019, live, wie Sie hören, mitgeschnitten. Das war Noemis Volkslied aus der Oper Noemi, eine Komposition von Angie-Joël Arizon, die momentan in Entstehung ist. Angie-Joël Arizon hat mich vor kurzem im Studio besucht. Wir haben miteinander gesprochen und ich habe ihn auch gefragt, ob es, abgesehen von den eigenen Werken, die in seinem Kopf herumspuken, ein Werk gibt, das ihn besonders fasziniert. Im Moment besonders eine Oper und das ist der Rosenkavalier. Es ist einfach unglaublich schön. Der Text alleine ist schon eine wirklich, es ist einfach wunderbar. Und dann kommt ein Strauß, nimmt was von einem anderen Strauß und macht daraus einen neuen Walzer. Das Tariri, Yarara, dieses Thema. Und es ist so wunderbar, diese Schichtung. Immer wieder, wie er die Figuren beschreibt mit der Musik. Was passiert, wenn die Marschallin singt am Ende vom ersten Akt und dann kommt plötzlich der Octavian rein. Es ändert sich total und dann fängt er ein bisschen an zu wagnerisieren, sage ich, weil Wagner hat er sehr geliebt. Und man merkt das sofort in der Musik, es gibt einen absoluten Umschwung. Und wie er mit dem Orchester umgeht, die ganzen Schattierungen, es ist unglaublich farbreich und es gibt viel zu entdecken. Sagt Angie-Joël Arizon über den Rosenkavalier und Richard Strauss. Ein anderer Strauss hat es ihm auch angetan, Johann Strauss Sohn. Wir haben schon aus der Diplomprüfung vom Dirigierstudium die Fledermaus-Ouvertüre zu Beginn der Sendung gehört, aber Angie-Joël Arizon hat auch eine Fledermaus-Fantasie, mittlerweile sogar mehrere, geschrieben. Und wir hören jetzt einen Live-Mitschnitt aus einem Konzert aus dem Radiokulturhaus Wien vom 7. Mai 2018. Fledermaus-Fantasie, live gespielt von Angie-Joël Arizon.
Applaus für Angie Jouet-Larison als Pianist und auch als Komponist. Das war seine Fledermaus-Fantasie, aufgenommen im ORF-Radio-Kulturhaus im Rahmen eines Konzerts der österreich-japanischen Freundschaft am 7. Mai 2018. Es ist 11.50 Uhr. Sie hören einen Rubato, heute im Mittelpunkt der junge österreichische Pianist, Sänger, Dirigent und Komponist Angie Jouet-Larison. Und unter diesen vielen Aufzählungen seiner Talente, da fehlt noch eines, wie er uns jetzt auch noch erzählt. In diesen Zeiten, in diesen Corona-Zeiten, muss man natürlich einen Künstler fragen, wie es ihm in Bezug auf diese momentanen Einschränkungen geht. Also Konzerte gibt es hier nicht. Das ist sehr schade. Auch wir hätten einiges gehabt. Das ist natürlich weggefallen. Verschoben kann man nicht sagen, weil so wie es im Moment aussieht, naja, also es ist weggefallen. Für mich, das war aber schon am Anfang der Corona-Zeit, ich hätte zwei Sachen gehabt. Eine Präsentation, ich habe ein Buch veröffentlicht, 2020. Das war eine Weiterentwicklung von meiner Diplomarbeit über einen neuen Komponisten, einen zeitgenössischen österreichischen Komponisten. Und das Buch heißt Josef Nejetz, sein Leben und Werk. Ja, das wollte ich präsentieren mit einigen seiner Kompositionen und einigen meiner neuen Kompositionen und meiner Transkriptionen auch. Das ist natürlich ins Wasser gefallen, leider. Das ist aber verschoben. Also das wird stattfinden, sobald es wieder geht. Im Moment ist der Juni dafür angedacht. Und ich hoffe mal, dass es bis dahin wieder besser geht, sagen wir so, und dass es stattfinden kann mit Publikum. Mit Publikum, weil das ist wirklich das Wesentliche. Die Leute müssen im Saal sitzen und das mitbekommen. Man muss die Atmosphäre spüren und wie die Musik, wie die Klänge einfach zu einem kommen. Das ist so essentiell und das kann nicht ersetzt werden durch einen Stream oder so. Sagt Angie Jouet-Larison, und es gibt einen vorläufigen Termin. Es wäre Freitag, der 4. Juni dieses Jahres um 19 Uhr im Barocksaal des Alten Rathauses in der Wiblinger Straße 8, einen Klavierabend und eine Buchpräsentation. Seine Diplomarbeit über Josef Nejetz, sein Leben und Werk, sollte, könnte da vorgestellt werden. Aber nur natürlich, wenn es die Corona-Situation zulässt. Ein Musikstück geht sich noch aus vor der Messübertragung heute um 12 Uhr, wie immer die Übertragung der Heiligen Messe aus dem Stephansdom. Jetzt haben wir Angie Jouet-Larison wieder als Dirigenten am Pult des Pro Arte Orchesters Wien. Eine Aufnahme aus dem Mai 2019. Am Programm stand die Symphonie Fantastique Opus 14 von Hector Berlioz. Und wir hören jetzt einen Ausschnitt aus dem dritten Satz, die Szene auf dem Lande.
Ein Ausschnitt aus dem dritten Satz, Szene auf dem Lande aus der Symphonie Fantasticus 14 von Hector Berlioz, gespielt vom Pro Arte Orchester Wien, unter der Leitung von Angie-Joëlla Rison, aufgenommen im Mai 2019. Das war ein Rubato rund um den Wiener Pianisten, Sänger, Dirigenten und Komponisten Angie-Joëlla Rison. Am 4. Juni im Alten Rathaus könnte es einen Klavierabend und eine Buchpräsentation geben. Christoph Fellner sagt Danke fürs Zuhören. Auf Wiederhören. Rubato, der klassische Taktwechsel, Vormittag. Eine Sendung von Christoph Fellner.